Hey Leute, habt ihr schon mal Bock, eines der neuen PvE-Gebiete zu sehen, bevor PvE überhaupt ins Spiel integriert wird? Ja, dann solltet ihr wirklich nicht weglaufen, denn heute zeige ich euch sowohl neues PvE-Gebiet auf King's Row wie auch auf Havanna. Und genau hier fangen wir an, denn ja, es sieht so aus, dass uns der Story-Modus von Overwatch ja in nächster Zeit zumindest nicht erwarten wird. Wir haben noch kein genaues Datum, wann das Ganze passiert, aber es wird nun mal noch ein bisschen dauern, vermutlich irgendwann im nächsten Jahr. Jetzt sieht es aber so aus, dass mit dem Release von Overwatch 2 ein paar neue Gebiete integriert wurden, die für PvE-Missionen scheinbar genutzt werden. So sieht es nämlich so aus, eigentlich, wenn man die Map bespielt, ist hier ja Feierabend. Das heißt, man kommt ungefähr bis hierhin und kommt nicht weiter. Es gibt aber auf vielen Maps so verschlossene Türen, wie zum Beispiel hier zu La Plaza da vorne. Und wenn man im Custom-Game-Modus den No-Clip-Modus anmacht, kann man diese künstlichen Barrieren ja, sozusagen hinter sich lassen. Das heißt, man kann auch wirklich sich die Map von oben angucken und solche Sachen. Man kann da hinten nochmal sehen, wie dieses riesige Kapitol gebaut ist. Man kann tatsächlich in dem Fall sogar hier rüberfliegen. Ich meine, das sind natürlich alles Assets, die nicht genutzt werden. Wobei, tatsächlich hier könnte es sein, dass für eine PvE-Mission, weil hier auch noch so eine Extrastraße ist, hier vielleicht auch einfach Sachen weggemacht werden. Aber für uns interessant sind heute diese verschlossenen Tore, durch die man eigentlich nicht durchkommt. Denn sobald wir durch La Plaza durchgehen, erwartet uns ein komplett neuer und noch unausgebauter PvE-Bereich. Der ist an mehreren Orten verbunden. Zum einen ist er da. Die andere Tür führt hier raus. Das ist so kurz vor der Winery. Robotico, man kennt das ja. Also das werden potenziell Türen sein, die irgendwie im Verlauf dieser Story-Mission, die sich hier auf Dorado dann abspielt, geöffnet werden. Und jetzt sehen wir natürlich primär Gebäude, die noch nicht ausgebaut sind. Das heißt, hier liegen keine Health Packs. Wir wissen nicht, welche Gegnereinheiten uns hier erwarten. Aber wir sehen so ein bisschen die Architektur des Ganzen und hier einen Platz, wo natürlich noch irgendwelche Sachen, Assets hingestellt werden könnten. Vielleicht irgendwas, was man beschützen muss. Hier gibt es ein kleines Gebäude. Ich sehe mir das gerade auch so mehr oder weniger zum ersten Mal etwas alles mehr im Detail an. Ich finde dieses Gebäude hier sehr interessant, weil das sehr einsehbar ist von allen Richtungen quasi. Sowohl oben wie auch unten. Sehr spannend. Dann haben wir hier am Rand haben wir noch sowas. So ein paar kleine Gebäude hinten raus. Das erinnert mich fast so ein bisschen an diese Uprising-Endmission, den Endbereich quasi, den es da gab. Ja, und überall quasi kleine Räume, die noch nicht ausgebaut sind. Hier kommt wahrscheinlich noch eine Werbetafel oder kommt irgendwas hin. Und das ist relativ cool, dass solche Sachen tatsächlich integriert sind. Sowas, das hier könnte sehr gut auch ein Spawn sein tatsächlich. Das sieht wirklich nach einem Spawn aus. Also, weiß ich nicht, so diese zwei Türen, das erinnert mich sehr an einen Spawn. Ja, sehr, sehr cooles Gebiet in meinen Augen. Wie gesagt, wofür das genutzt wird, wissen wir noch nicht. Man kann ja auch in die Gebäude rein, aber wie man sieht, hier ist nichts. Ich habe mir das schon mal zumindest aus der Luft angeguckt, dass dahinter auch nichts ist, weil hier vorne endet dann halt auch das Gebiet quasi. Also da vorne ist dann hier dieser, ja, Kapitolplatz. Wie gesagt, zu dem kann man hinfliegen, aber ich schließe jetzt mal aus, dass irgendwas hier stattfinden wird, weil ja, dafür ist da hier nichts ausgebaut. Aber zumindest dieses Gebiet hier vorne, La Plaza, das wird sehr wahrscheinlich Teil einer PvE-Mission sein. Und ich finde es richtig, richtig cool. Also ich mag das, solche Sachen im Vorfeld zu sehen. Ich glaube, hier hinten war auch noch eine Tür, wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich das gerade gesehen habe. Ne, hier ist keine Tür mehr. Ja, also wir gucken uns gleich nochmal die zweite Map auch an, weil wie gesagt, es geht halt dann gleich noch weiter. Ich habe auch tatsächlich hier schon mal geguckt, weil hier sind noch ein paar andere Räume. Hier ist zum Beispiel die Don Robotico-Fabrik. Hier ist aber tatsächlich noch nichts ausgebaut. Also es könnte auch sein, dass hier noch was hinkommt, denn sowohl da wie auch hier sind zur Türen und es könnte natürlich locker sein, dass Blizzard hier auch noch irgendwas reinpackt. Das glitscht natürlich da sehr rum. Ja, und es ist sehr interessant, sich diese Maps auf diese Art mal anzugucken, denn man sieht natürlich immer weiter, wenn Blizzard an den Sachen arbeitet. Wir haben es in der Vergangenheit an Story-Missionen gesehen, dass vorhandene Maps benutzt wurden und ich finde es richtig nice. Ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz King's Row. Die habe ich vor einiger Zeit schon mal tatsächlich gezeigt. Da haben wir, habe ich ein Video zu gemacht, das war, glaube ich, jetzt lass mir nicht lügen, das war, wir können auch tatsächlich, wir nehmen normal King's Row. Das war, glaube ich, vor, lass mir nicht lügen, so ungefähr 2 Monaten habe ich ein Video dazu hochgeladen. Damals sah es aber so aus, dass wir nicht in diesen neuen Story-Bereich reingekommen sind, der nämlich hier vorne ist.
Hier sah es nämlich so aus, dass man hier, also es passiert jetzt auch wieder, wir fliegen hier gegen die Wand. Man sieht den Bereich von oben. Ja, wir können da jetzt natürlich auch wieder reinklippen. Und dann sehen wir hier das Gebiet. Und ja, damals haben wir es uns nur ein bisschen aus der Entfernung angeguckt. Jetzt können wir wirklich reingehen, sehen, dass es hier unten so ein paar kleine Tunnel gibt. Auch hier potenziell Spawn-Bereiche. Vielleicht. Wir sehen viele Türen, die noch dunkel sind oder Fenster. Hier kann man tatsächlich rein. Ich weiß nicht, warum das so ist. Wahrscheinlich, weil man noch nicht irgendwie das Ganze richtig programmiert hat. Auch hier fehlt noch irgendwas. Vielleicht ein Vorhang oder sowas, wer weiß. Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Ja, überall noch kleine Fehler, aber es sorgt dafür, dass man sich zumindest das Gebiet schon mal angucken kann. Und ich finde das einfach so cool, ne? Also wirklich so, ich mag das einfach so sehr, im Vorfeld irgendwelche Sachen mir anzuschauen. Und dann so ein bisschen zu spekulieren. Natürlich ist es hier schwer. Wir wissen nicht, keine Ahnung, es ist natürlich ein Weg, der hier rumführt. Könnte es sein, dass irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas begleitet werden muss. Könnte eine Payload ins Spiel kommen. Könnte vielleicht eines der Fahrzeuge. Könnte vielleicht, das würde ich mega geil finden, wenn man den Bus hier wirklich, na, für den Bus ist es ein bisschen, okay. Ich korrigiere, aber es wäre halt schon cool, wenn du irgendwas hier durchbegleiten musst. Und dann kommst du hier hinten wieder raus und die Mission geht weiter. Ich zeige euch auch viele der, ich kann euch gerne auch mal eine Szene einspielen, wie das damals im Original, in Originalvorstellung aussah. Vielleicht habe ich das auch schon im Verlauf dieses Videos. Aber ich finde sowas cool, weil wir wissen halt, viele der PvE-Missionen finden auf vorhandenen Maps statt. Und dass Blizzard an diesen Sachen dann natürlich arbeitet, auf vorhandenen Maps, macht definitiv Sinn. Weil die Maps sind nun mal da und die zu erweitern, ist deutlich einfacher. Wo geht diese Tür hier hin? Ups, nirgendwo scheinbar. Irgendwie sieht die zu wertvoll aus, diese Tür, als dass da nichts hinter wäre. Ja, ich wollte euch das Ganze auf jeden Fall mal zeigen, dass ihr so einen kleinen Eindruck bekommt, weil viele immer noch nicht wissen, wie geht es mit PvE weiter. Da warten wir alle noch auf mehr Infos, aber ich finde es euch cool, solche Sachen auch einfach mal zu zeigen, bevor die wirklich public gehen.